Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Ja, wir haben in der letzten Folge hier das Gebäude fertiggestellt. Irgendwo habe ich hier, glaube ich, noch ein Fenster falsch. Schrieb irgendjemand. Die sehen aber alle richtig aus. Also ich sehe es jetzt nicht, was nicht heißt, dass da nicht tatsächlich eins falsch drin ist. Oder war das hier? Keine Ahnung. Ja, das Gebäude haben wir fertiggestellt. Das müssen wir jetzt noch. Da muss ich gerade mal gucken, wie machen wir das denn am geschicktesten? Was haben wir da? Romantikwand. Romantik. Gebäudeset. Romantik. Machen wir mal den Filter. So, da haben wir einen Meter. Können wir das schön draufsetzen. Aber wir müssen eigentlich eh noch höher, ne? Wobei, das setze ich trotzdem her drauf, dass wir hier eine ebene Fläche haben. Das allein ist schon mal kein Fehler. So, wir müssen aber natürlich noch deutlich höher. Weichen überlegen können, machen wir da vielleicht so eine Art einen Erkerturm, okay. Machen wir da nochmal Fenster rein. Sähe wahrscheinlich gar nicht so verkehrt aus. Da hatte ich schon überlegt, da haben wir eins, zwei, da auch zwei, dann müsste der hier so. Oh, wir müssen höher. Ups. Hier natürlich auch. Und die ebenfalls. So, da bin ich mal überlegen, ob wir das hier so machen. Weißt du gerade nicht, ob das geht? Oder ob man da in den... Na, wobei... Wir könnten auch... Rasterhöhe? Ich will die Weite. Die Rasterweite will ich. Genau, die da. Dann machen wir das dahin. So. Und da drunter, da brauchen wir natürlich wieder irgendwas Bodenartiges. Da haben wir alle.
Wir haben keinen Romantikboden. Okay. Wie machen wir das denn hier? Brauchen wir da noch einen Einser? So, und da dann das Fenster drauf. Die Art. Was ist denn der Unterschied zwischen den Fenstern? Ach, der andere hat den Sockel da. Okay, der ist doof. Das ist... Da ist die Art schon besser. Das ist richtig. Dann machen wir den wieder drauf. Jetzt können wir hier gerade mal gucken. Okay, wir sind nicht im Drehbereich. Dann machen wir die Wand hier auch noch hin, dass das von innen auch gescheit ausschaut. Passt. Sehr gut. Boden brauchen wir. Boden oder halt Dach. Flachdächer, flach. Bogentunnel Zwischenstück. Holz. Spukhaus, flacher Boden. Nee. Art. Das ginge, oder? Das finde ich, glaube ich, ganz okay. So. Und jetzt brauchen wir hier wieder Romantik. Und hier würde ich mich jetzt so Säulen hinmachen. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Den kann ich, glaube ich, noch ein bisschen rüberziehen. Ja, sehr schön. Brauchen wir dann noch Nee, so war das nicht gedacht. Müssen wir nachher mal gucken, wie hoch wir da eigentlich müssen. Ups, also war das auch nicht gedacht. So, Höhe müssen wir gleich gucken, wie gesagt. Immer noch die Frage, wie hoch muss das Ganze überhaupt werden? So, Wände. Du. Machen wir die Fenster flüchtend, also fluchtend, nicht flüchtend, fluchtend. Flüchtend macht keinen Sinn. Ach nee, da haben wir erst den Einser. Und wenn ich ihn denn finde.
und natürlich richtig rum. So, Fenster. Die sind richtig rum, ja. Ist die Frage, machen wir da eigentlich noch eine kleine zweite Etage drauf? Können wir eigentlich, ne? Sieht ja auch nicht so verkehrt aus. Gerade noch mal wegmachen. Ja, den da. Genau den einen. So, und da kommt dann der Abschluss hier drauf. Das ist, glaube ich, besser. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir da drin. Die Wand. Schon eher höheres Gebäude. Da könnte ich vielleicht auch Fenster reinmachen, fällt mir da gerade sein. Wer schreit denn da so? Wer schreit denn da so? Und ist so froh. Canyon Runner hat ein technisches Problem. Ist nicht schön für den Canyon Runner. Das ist doof. Haben wir da auch eine andere Variante? Ah, Idee. Ich mache hier einfach das so. Das ist eine Idee. Dann haben wir hier oben nämlich eine durchgängige Linie. Das ist die Idee. Hier noch. Sonst hätte das nämlich doof ausgesehen. Aber so kann ich damit ganz gut leben. Dann haben wir hier nämlich einen durchgängigen... Ja, passt. Achso, hier drin die Wand müssen wir noch. Da kann ich mit leben. Drin brauchen wir dann auch Stützen, glaube ich. Das
Schade, dass es keine halben Wände gibt, sonst hätten wir uns die zweite Wand hier sparen können und dann hätten wir hier auch schön Fenster reinmachen können. So sieht das eher doof aus mit Fenstern. Zumal ich keine eckigen Säulen habe, die das Ganze schöner gestalten könnten. Wie hoch können wir? So. So. Passt. Ja, so sind wir von der Höhe her gut. Wenn jetzt noch ein Dach drauf kommt, das braucht dann gar nicht mal so gigantisch hoch sein. Hier müssen wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Gucken wir aber mal. Das gucken wir mal. Aber so sieht es doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, ne? Was haben wir denn hier an Dächern? Romantik. Dekor. Eckstein. Der ist aber ein Grün. Warum ist der in Grün? Wenn der Rest Romantik in Rot ist. So, gucken wir mal. Da drüben habe ich ein Flachdach gemacht, ne? Da habe ich das Steiner. Sollten wir hier vielleicht auch drauf packen. Dass wir das einheitlich haben. Muss ich nur gerade mal gucken wegen den Farben. Da haben wir die Farbe, glaube ich, verwendet, ne? Und gelb. Die hier. Genau, die da. Und das war gelb. Der auch gelb. Genau, so haben wir das. In den Farben und in keinen anderen. Deiner Dachkante. Schade, der hat das nicht mit übernommen. Oh, wir müssen höher, sehe ich gerade. Höher. So. Das müssen wir noch bewegen nach oben, genau. Duplikat. Ach so, was mache ich wohl im Mist denn da? Ach doch, passt. Passt. War ja richtig. Ah, jetzt hat er die Farben auch übernommen. Sehr schön. Badum, badum. So, und den da. Hoppa, so war das nicht gedacht. Ich glaube, so haben wir noch nicht die richtige Dachhöhe, oder? Nein, haben wir nicht. Genau, richtig vermutet.
Das heißt, wir brauchen hier. Da will ich jetzt aber. Was Fensterähnliches auch wieder nehmen. Oder halt. Ja, so schöne Glaswände, wie es in Planet Zoo gibt, gibt es hier leider nicht. Machen wir das so in der Art. Oder? Doch, die Art ist, glaube ich, gut. Weil das reicht doch von der Höhe her. Ich sollte sie nur andersrum drehen. So rum sieht es besser aus. Oh. Oh. Ich will die nicht nach außen machen. Wobei, wir probieren es mal. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das vom Dach her funktioniert. Da haben wir dann da die Kante. Das ist auch doof. Wobei, da können wir vielleicht eine kleine Säule reinpacken. Schauen wir mal. Was das Spiel so zulässt. Ist eigentlich immer ein bisschen ungünstig, wenn man an den Außenbereich hier geht, weil das nachher vom Dach her immer ein bisschen doof aussieht. Wobei, bei dem könnte es passen. Deswegen probieren wir es gerade einfach mal. Doch, bei dem geht das. Bei dem geht das, sehr gut. Und dann müssten wir jetzt auch von der Höhe her passend sein. So. Das machen wir gerade erstmal. Das Dach steht so weit über, dass damit geht's klar. So, ein Duplicate. Dann machen wir auch das. Hoppala, so war das nicht gedacht. Zu dem Gebäude hätte ich es gerne zugefügt. Dann müssen wir es halt so machen. Daraus Metalllegierung flach deiner Dach. Ah, nehmen wir doch das. So. Das sieht doch nett aus. Das gefällt mir. Wenn wir nur gerade mal hier wieder gucken. Romantik. Hatten wir doch auch kleinere. Das ist doof. 2 Meter Säulen, die sind perfekt. Hallo? Vier
4-Meter-Säule. 2 Meter mit dem Ding unten. Das wäre die absolute Perfektion, aber naja. Haben wir nicht. Machen wir es halt so, ne? Sehr schön. Ja, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann weiterbauen an unserem Gebäude oder dem Bereich hier, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.